Es ist mal wieder Zeit für Monis Magical Vlog. Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Vlog aus meinem Zuhause. Ja, es ist schon ein bisschen länger her, dass ich hier zu Hause gevloggt habe, aber ihr seht schon, ich bin ganz Halloween-like angezogen, denn es wird Zeit, meine Wohnung zur Halloween-Zeit vorzubereiten und ja, ich werde heute meine Wohnung dekorieren. Hab auch schon meine Umzugskartons hier. Da steht schon alles. Das hatte ich ja letztes Jahr in der alten Wohnung einfach so zusammengepackt und ich werde jetzt erstmal alles auspacken. Ich muss sagen, ich weiß auch gar nicht mehr alles, was ich habe, aber es bleibt spannend. Oh, ich sehe gerade, ich habe schon ein bisschen Halloween-Deko. Warte mal. Da. Eine Spinne hat sich bei mir schon gemütlich gemacht. Also ich habe jetzt keine Angst vor Spinnen, aber ich werde sie demnächst entsorgen. Ja. Was ich noch. Achso, genau. Ich packe jetzt erstmal alles aus und gucke mal Bestandsaufnahme, was ich alles habe. Was neu ist, ist schon mal das Schild. Das gab es ja dieses Jahr bei Shop Disney. Es leuchtet auch. Ich hatte auch den Countdown bestellt und dieses andere leuchtende Schild, diesen Mickey-Kürbis. Ja, die Bestellung wurde mir nach einer Woche gestern storniert, weil irgendwas mit der Spedition schief gelaufen ist. Ich hatte sogar schon eine Versandbestätigung und ich habe immer geguckt und der Status war immer offen bei DHL. Ja, das Paket ist nie durchgegangen und gestern kam die Stornierung. Und die Sachen sind natürlich ausverkauft. Deswegen habe ich gestern dann mal Instagram nachgefragt. Und ja, was soll ich sagen, die Community ist super. Es hat sich jemand gemeldet, die sogar beides doppelt gekauft hat. Und ja, sie hat es heute zur Post gebracht. Und es wird wohl nächste Woche erst ankommen. Also in diesem Video werdet ihr die Sachen dann nicht mehr sehen. Das Video geht nämlich morgen schon online. Und ich werde auf jeden Fall die Sachen alle nochmal im Haul zeigen, im Oktober-Haul. Also denkt dran, den Kanal zu abonnieren und auf die Glocke zu drücken, dass ihr kein Video mehr verpasst. Ja, aber das ist schon mal eins davon, von den neuen Sachen. Ich weiß noch nicht, wo ich es aufhängen werde. Und ja, dann jetzt packe ich mal die Kartons aus. Ja, das ist alles, was ich aus den Kartons rausgeholt habe. Natürlich nicht das Hundekörbchen, was da steht. Und ich gebe euch mal kurz einen Einblick. Ja, ich habe zwei Funko Pops mit Mickey und Minnie im Halloween-Design. Dann habe ich hier so Windlichter so mit Timer. Die habe ich jetzt ja bei Lidl gekauft. Dann habe ich drei Stück von den großen. Dann habe ich davon auch nochmal. Ich zeige euch das später natürlich alles, wenn es aufgebaut ist. Ja, hier diesen giftigen Apfel von letztes Jahr von Shop Disney. Da habe ich hier so zwei Figuren von Weltbild, habe ich die letzte gekauft. Auch hier diese, die machen auch irgendwie Geräusche. Ich weiß nicht, ob die Batterie noch geht. Moment, schauen wir mal. Jetzt leuchtet es. Moment. Irgendwie macht es. Habt den Eindruck bekommen, ich muss es nur ans Mikro halten. Also, die haben so einen Bewegungsmelder und wenn man da dann vorbeiläuft, machen die halt Geräusche, wenn man möchte. Dann einmal das Kürbiskissen, was ich letztes Jahr von Shop Disney habe. Da ärgere ich mich ein bisschen, dass ich letztes Jahr keine zwei bestellt habe. Deswegen habe ich mir jetzt dieses Jahr noch den anderen bestellt mit den karierten Ohren, obwohl ich jetzt nicht der größte Fan von dem Design bin. Aber ich habe es gern symmetrisch. Dann hier diese Kissenbezüge habe ich letztes Jahr bei Shein bestellt. Einmal hier den und hier. Ich habe auch irgendwo, glaube ich, noch mehr. Ja, dann habe ich hier so eine Deko-Box mit Blättern und also mit zum Basteln, nämlich so kleine Pilze und so ein Reh. Das werde ich vor allem halt für meine Etagere da. Ihr seht sie. Die habe ich ja letztes Jahr zu Weihnachten mir gekauft. Und da werde ich, das werde ich alles einpacken. Das ist nämlich sehr,
zeig euch das mal. Sehr frühlingshaft. Das wird alles eingepackt in die Kartons und wird dann erst nächstes Jahr wieder ausgepackt. Ja. Dann habe ich hier diesen tollen Türkranz. Den habe ich ja letztes Jahr mit Jessie zusammengebastelt. Wenn ihr das Video noch nicht gesehen habt, verlinke ich euch das gerne oben bei dem i. Das haben wir nämlich als Video festgehalten, dass wir das gebastelt haben. Darauf bin ich sehr, sehr stolz, auf diesen Kranz. Und der kommt da an die Balkontür. Ich brauche nur noch so einen Noppen. Muss ich mal suchen. Und ja, dann habe ich hier noch so ein Holzding. Ich weiß nicht, ob ich das benutzen werde. Dann hier so Kürbisse in Gold und Silber. Die Lichterkette, die werde ich eher ins Disneyland mitnehmen. Will ich jetzt hier nicht nur irgendwo aufhängen. Dann diesen Trick-or-Treat-Eimer. Den habe ich auch mal aus dem Disneyland gekauft. Hatte ich mal als Handtasche benutzt. Und die kann man ganz gut draußen hinstellen. Der ist nämlich aus Plastik und gut für Witterung. Ja, dann hier die zwei Teelichthalter aus dem Disneyland. Die habe ich auch schon gefühlt ewig. Dann hier diesen Teelichthalter. Den gab es ja letztes Jahr. Und das hier, was ich damit mache, weiß ich noch nicht genau. Und ja, die Fußmatte von letztem Jahr, aber ihr seht, also ich habe mir dieses Jahr auch keine neue Fußmatte bestellt, denn die Qualität lässt wirklich zu wünschen übrig. Die war halt bei mir vor der Tür letztes Jahr. Unser Haustier war direkt draußen und wenn es geregnet hat und so. Also für mich soll eine Fußmatte auch witterungsbeständig sein, aber ihr seht, das ist sie nicht. Ich weiß noch nicht, ob ich sie jetzt vielleicht am Balkon lege oder so, weil vor die Haustür finde ich ein bisschen peinlich, wenn das so hässlich ist. Und was ich euch noch zeigen will, das habe ich hier hingelegt, ist diese Decke. Die habe ich bei AliExpress letztes Jahr bestellt und die kam, glaube ich, kurz nach Halloween. Also ein bisschen zu spät, aber die ist riesig und mega schön. Ja, habe ich letztes Jahr bei AliExpress bestellt. So. Ja, jetzt wird erstmal Platz geschaffen, vor allem hier auf der Etagere. Damit fange ich an und dann schauen wir mal, was ich alles dafür verbrauche. Und ich zeige euch dann gleich das Ergebnis. So, beginnen wir mit der Etagere. Die ist fertig. Und zwar habe ich hier diese Etagere noch oben drauf gestellt. Die habe ich dieses Jahr bei Depot bestellt. Ich mag diese Holzoptik. Und damit Miki noch ein bisschen hervorgehoben wird, habe ich den hochgestellt. Fand ich ein bisschen schöner, sonst ist er unten so ein bisschen untergegangen. Genau, also hier das Miki-Teelicht, ganz viele Blätter und Herbstdeko. Hier unten die zwei Funko-Pops. Und dann ganz unten einmal ja, die Teelichthalter aus dem Disneyland, ein paar Kürbisse, Pilze und die zwei Rehe hier unten. Dann kommt hierhin der Countdown, der nächste Woche hoffentlich ankommt. Ja, das Bild bleibt hier stehen und daneben der Countdown, das finde ich, wird ganz gut aussehen. Dann auf meinem Tisch habe ich hier diese Konstruktion gebastelt. Die habe ich auch aus dem Depot dieses Jahr. Diese Kürbisse, die aus Ästen gemacht wurden. Und dann noch so ein kleiner. Und halt auch mit richtigen. So, also das sind ja so Zierkürbisse, aber schon echt. Habe ich dieses Jahr im Blumenladen gekauft. Und halt auch mit ein bisschen Herbstblättern dekoriert. Ja, eben ja auch schon erwähnt, der Türkranz hier an meiner Balkontür. Auf der Fensterbank haben wir dann hier den Totenkopf. Diese Lämpchen habe ich hier und hier hingestellt. Die werden dann schön abends leuchten. Und dann habe ich hier die kleinen Kürbisse hingestellt und diesen einen Geist. Ja, mit der Couch bin ich ja nicht so zufrieden, muss ich sagen. Das eine Kissen sieht halt echt verloren aus. Es kommt ja noch das zweite.
Und ich muss mir noch andere Kissen kaufen irgendwie. Die sind auch nicht so prall. Ja, die Decke. Noch ist Cookie hier, den seht ihr da. Der pennt mal wieder. Na, sag mal hallo. Und das ist halt so seine Liegefläche hier. Und ja, deswegen kann ich die nicht so ein bisschen, kann ich die nicht umrollen, weil er liebt diese Art von Kissen und dann, ne, aber er geht nächste Woche wieder zu meinen Eltern zurück. Das heißt, da kann ich auch ein bisschen was anderes machen, wenn er weg ist. Aber so muss diese Ecke für ihn hier bleiben. Und ja, diese Decke ist halt da, damit die Couch nicht dreckig ist, wenn er da oben drauf springt. Hier habe ich den großen Kürbis hingestellt mit ein paar Süßigkeiten drin. Ich hoffe, dass ich da jetzt nicht zu oft reingreife, weil sie jetzt in Griffbereitschaft steht. Und hier habe ich ja noch meine Mickey-Etagere. Und die habe ich auch neu dekoriert. Hier habe ich eine Kerze von TK Maxx gekauft. Die riecht nach Pumpkin Spice. Hier diesen anderen Kürbis von Weltbild. Und halt hier so ein bisschen. Die habe ich mir vor Jahren bei Primark gekauft. Hier diese Kügelchen. Genau, und dann halt wieder ein bisschen Herbstdeko. Ja, das war es eigentlich an Herbstdeko, die ich hier verbaut habe. Ah ne, noch was. Moment. Genau, das habe ich noch gemacht. Ich habe hier die zwei von diesen Laternen im Flur stehen. Und da waren normalerweise so andere Timer-Kerzen drin. Jetzt habe ich hier diese Herbstkerzen angemacht. Sieht natürlich viel besser aus, wenn das leuchtet abends. Deswegen zeige ich euch jetzt alles, wie es abends leuchtet. Mit Kerzen, mit Batterien. Das seht ihr dann jetzt. Ja, das war der kleine, aber feine Monis Magical Vlog. Ich hoffe, es konnte euch damit inspirieren, was ich hier so zu Hause kreiert habe. Es ist jetzt nicht mega viel. Ich kann euch sagen, Weihnachten wird noch mal mehr Deko. Ich habe auch wesentlich mehr Kartons für Weihnachten. Ja, das Größte oder das meiste spielt sich hier im Wohnzimmer ab. Ich finde, im Schlafzimmer dekoriere ich nicht immer so viel, weil, also da ist schon Deko da, aber da ich mich da nur nachts oder abends aufhalte, dekoriere ich da sehr, sehr wenig, was jetzt so Lichter etc. angeht. Das mag ich gerne, wo ich mich oft aufhalte. Deswegen hier im Wohnzimmer und im Flur. Und ja, nächste Woche ist noch ein weiteres Halloween. Also die nächsten Wochen sind eigentlich fast nur Halloween-Videos. Denn nächste Woche Sonntag wollte ich euch ein Video abdrehen, wo ich meine kompletten Halloween-Klamotten, Ohren und Taschen und so zeige, die ich besitze. Also als Inspiration für Halloween-Outfits. Das wollte ich dann für nächste Woche noch abdrehen. Muss ich noch machen, die Tage. Aber die Halloween-Outfits sind schon zusammengelegt und darauf freue ich mich sehr. Und mein Problem ist einfach, es gibt die Halloween-Season ist zu kurz, um alle meine Outfits anzuziehen. Ich habe ein Problem. Deswegen muss ich mich vielleicht das eine oder andere Mal umziehen im Disneyland. Aber dazu nächste Woche mehr. Und danach geht es ja schon ins Disneyland zur Halloween-Season. Also es wird weiter spooky bleiben. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, bitte lasst einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann.